Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und von Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur und zur Änderung des Gesetzes zur Neugliederung der staatlichen Schulaufsicht. Es gibt dazu einen dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Wer ist Berichterstatter? Berichterstatter ist der Kollege May. Dann darf ich dem Herrn Kollegen May zunächst einmal zur Berichterstattung das Wort erteilen. Herr May, Sie haben das Wort. Hochgeschätzter Herr Präsident, die Beschlussempfehlung lautet, der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum nach getrennter Abstimmung den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und des Bündnisses 90 die GRÜNEN, Drucksache 20-1170, und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Es wurde getrennte Abstimmung gefordert. Das Ergebnis lautete wie folgt. Artikel 1 des Gesetzentwurfs anzunehmen, CDU, Grüne, SPD, AfD, Enthaltung Freie Demokraten, DIE LINKE. Artikel 2 anzunehmen, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD, gegen SPD, LINKE, Enthaltung Freie Demokraten. Artikel 3 des Gesetzentwurfs anzunehmen, CDU, Grüne, SPD, AfD, Enthaltung Freie Demokraten, DIE LINKE. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege May. Erster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Joachim Feilmann. Bitte schön, Herr Kollege. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Nur wenige Maßnahmen haben in den vergangenen Jahren die Schulgemeinden so sehr mobilisiert wie der Digitalpakt. Vollmundige Ankündigungen des Bundes mit verlockenden Mitteln ausgestattet, haben zu einer Erwartungshaltung geführt, die nur sehr schwer zu erfüllen ist. Dies vor allem auch deswegen, weil durch alle möglichen Gruppen und Parteien unterschiedliche Schwerpunktsetzungen suggeriert werden und wurden, die so nicht dem Wesen des Digitalpaktes entsprechen, aber jede für sich als unabdingbar klingen. Digitale Schule Hessen ist für uns das Angebot, die Schülerinnen und Schüler fit für eine digitale Gesellschaft zu machen. Eine der wesentlichen Aufgaben für uns als Landesgesetzgeber und im Nachgang für die Landesregierung ist es dabei, Struktur in das Wirrwarr der bereits formulierten, vorgeblich absolut erforderlichen Maßnahmen zu bringen. Ziel muss es dabei sein, in möglichst gleichen Schritten flächendeckend durch entsprechende Vorgaben dem Anspruch an die Digitalisierung des Unterrichts gerecht zu werden. Möglichst viele Schulen, im Endausbau natürlich alle, sollen gleichermaßen profitieren und keine Region soll abhängen. Die Überlegungen, in welcher Form eine sinnvolle Unterstützung und Umsetzung bzw. auch Ergänzung der Bundesinitiative des Digitalpakts erfolgen soll, müssen in konkrete Handlungsgrundlagen übersetzt werden. Und hierzu dient der Ihnen seitens der Regierungsfraktionen CDU und BÜNDNIS 90 GRÜNE vorgelegte modifizierte Gesetzentwurf zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Intention dieses Gesetzes können Sie unschwer entnehmen, wie wichtig es den Landesregierungen, die Landesregierung tragenden Fraktionen ist, die kommunale Familie dabei zu unterstützen, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Ausbildung unserer Kinder zu schaffen. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir natürlich nicht bei Null und quasi aus der Kreidezeit heraus mit der Digitalisierung beginnen. Eine grundlegende Voraussetzung für alles, was ich bisher gesagt habe, ist der Einsatz der verfügbaren Mittel. 5 Milliarden €, die der Bund für 5 Jahre bereit ist, zur Verfügung zu stellen, ist zunächst eine Summe, die blenden kann. Aufgeteilt auf die Bundesländer und geteilt durch die 5 Jahre kommt eine durchaus überschaubare Summe für jedes einzelne Land dabei heraus. Hessen nimmt hier noch weiteres Geld in die Hand und stockt den Betrag von rund 372 Millionen Euro auf rund 500 Millionen Euro auf. Hessen erhöht damit die mit dem Bund vereinbarte Eigenbeteiligung von 10 auf bundesweit einmalige 25%. Sollten auf der Seite der Kommunen Darlehen erforderlich sein, trägt das Land zusätzlich jeweils die Hälfte der Zinsen und der Tilgung. Man kann nun über die Höhe des Betrages streiten. Unbestritten ist allerdings, dass Hessen damit klar die Bedeutung der Digitalisierung im schulischen Bereich
für das politische Handeln der Regierungsfraktionen und der Landesregierung hervorhebt. Auch die Einrichtung eines Digitalministeriums unterstreicht die herausgehobene Stellung des Themas Digitalisierung. Der Digitalpakt des Bundes und das Programm Digitale Schule Hessen versetzen das Land und die Schulträger in die Lage, mehr als nur kleine Anfangszeichen auf dem Weg zum digitalen Unterricht zu setzen. Und dabei ist das zusätzlich aufgelegte Landesprogramm Digitale Schule Hessen weit mehr als nur eine Ergänzung der infrastrukturellen Maßnahmen, die das Hauptaugenmerk des Digitalpaktes beinhaltet. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden, soweit sie einer klaren Linie folgend eingesetzt werden, zu einem klar erkennbaren Fortschritt in der Digitalisierung führen. Allerdings muss jedem klar sein, dass Digitalisierung nicht zuallererst in der Ausstattung mit Endgeräten besteht und nicht allein deren Anzahl bereits einen guten, digital gestützten Unterricht ausmacht. Die technische Ausstattung mit Hardware muss einhergehen mit der zeitgemäßen Infrastruktur zur Anbindung an das Internet. Das bedeutet, es muss eine leistungsstarke Anbindung eingerichtet werden, die es ermöglicht, anspruchsvolle Inhalte wie Grafiken oder Simulationen zu gleicher Zeit in der gesamten Schule zu nutzen. Aber auch dann sind wir noch lange nicht am Ziel angelangt. Auch die passende Softwarelösung für jeden Bereich muss vorhanden sein, und vor allem müssen die Lehrkräfte darin geschult sein, die digitalen Komponenten pädagogisch sinnvoll in den Unterricht einzubauen. Nur wenn folgende Schritte ordentlich miteinander verzahnt sind, kann ein homogenes Ganzes entstehen. Lassen Sie mich daher in wenigen Worten noch einmal die vier Säulen verdeutlichen. Die erste Säule, die technische Ausstattung und IT-Infrastruktur, ist die Grundvoraussetzung. Und dabei ist besonders zu beachten, dass parallel gearbeitet werden muss. Zum einen beim Aufbau der digitalen Infrastruktur und der technischen Ausstattung, zum anderen an den erforderlichen Wartungskonzepten. In Abstimmung mit den Schulträgern werden unter anderem technische Mindeststandards entwickelt. Eine weitere tragende Säule des Systems ist die pädagogische Unterstützung. Jede Schule benötigt für die schulspezifische Umsetzung der Digitalisierung ein entsprechendes Konzept. Bei der Erstellung bietet die Fachberatung Medienbildung die erforderliche Unterstützung. Auch das Schulportal soll erweitert werden. Übrigens, bereits 450 Schulen arbeiten aktuell mit dem Schulportal. Die dritte Säule, gut ausgebildete Lehrkräfte sind unabdingbar, wenn die Digitalisierung des Unterrichts Erfolg haben soll. Da nämlich die beste Infrastruktur nichts bringt, wenn sie nicht durch geschultes Personal genutzt wird, ist bereits seit einigen Jahren die Medienbildung ein wichtiger Bestandteil der Fortbildung der Lehrkräfte. Die Fortbildungsangebote zum fachdidaktischen Einsatz digitaler Medien und zum generellen Einsatz digitaler Medien werden aufgestockt. Übrigens gab es im Jahr 2018 bereits 830 entsprechende Angebote, die von etwa 8.500 Lehrkräften bereits in Anspruch genommen wurden. Und die vierte Säule ist die Medienkompetenz und der Jugendmedienschutz. Hier fördern wir bereits die Schülerinnen und Schüler im sicheren und kritischen, reflexiven Umgang mit den digitalen Medien. Seit 2010 gibt es zum Beispiel einen Landeskoordinator Jugendmedienschutz. Das Angebot an Fortbildungen wird durch Handreichungen bzw. Unterrichtsmaterialien ergänzt. Die vorhandenen Kooperationen mit zum Beispiel der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien oder den digitalen Helden sollen weitere Kooperationen folgen. Nicht das Internet nutzt die Kinder, die Kinder nutzen das Internet. Das muss das Ziel der Sensibilisierung junger Menschen sein. Um die Umsetzung aufzunehmen und die Mittel zielgerichtet einsetzen zu können, sind klare Fördervoraussetzungen formuliert und werden zeitnah in einer Förderrichtlinie zur Verfügung gestellt. So kann sichergestellt werden, dass alle Maßnahmen nach denselben Kriterien abgewickelt werden. Die Landesregierung bewegt sich selbstverständlich im Rahmen der Vorgabe der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt von 2016 und ist dabei, eine Fülle an begleitenden Maßnahmen zu erarbeiten bzw. vorzubereiten, die das Erreichen der Vorgabe im Jahr 2021 ermöglichen. Wir befinden uns also durchaus nicht in der Kreidezeit und machen keineswegs nur zaghafte Gehversuche. Ich könnte an dieser Stelle auf viele bereits seit langem laufende Maßnahmen, wie zum Beispiel das seit ungefähr 20 Jahren erfolgreich laufende Programm Schule in Zukunft verweisen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann nur wiederholen,
Wir sind in Hessen ganz vorne mit dabei. Der Digitalpakt hilft uns, die bisherigen Bestrebungen noch zu intensivieren. Das Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur und zur Änderung des Gesetzes zur Neugliederung der staatlichen Schulaufsicht schafft die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, alle Beteiligten am Digitalisierungsprozess in die Lage zu versetzen, zielgerichtet und strukturiert die gestellten Aufgaben abzuarbeiten. Die Fördervoraussetzungen werden definiert, Bewilligungsverfahren geregelt. Diese Grundlagen sind unabdingbar, wenn die gesteckten Ziele erreicht werden sollen. Wenn wir nur noch die zum neuen Schuljahr 600 neu eingestellten Lehrer, 700 sozialpädagogischen Kräfte der ersten Tranche und 500 in der zweiten Tranche, die vorgesehenen 500 Verwaltungskräfte, die Erhöhung der Liftstellen um 250 und noch einiges mehr in das Gesamtpaket schulische Bildung aufnehmen, dann stellen wir fest, dass alles getan wird, unsere Schulen in eine gute Zukunft zu führen. Das vorliegende Gesetz zum Digitalpakt ist ein wesentlicher Bestandteil einer zukunftsweisenden schulischen Ausbildung der jungen Menschen in diesem Gesamtpaket. Und daher bitte ich Sie, diesem Gesetz zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Faillmann. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abgeordnete Kahnt. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben uns bereits in erster Lesung mit dem Regierungsgesetzentwurf zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur und auch der Änderung des Gesetzes zur Neugliederung der staatlichen Schulaufsicht befasst. Im Nachgang fand eine gemeinsame öffentliche Anhörung im Kulturpolitischen Ausschuss statt und eine erneute Beratung in der jüngsten Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses. Nicht nur in der öffentlichen Anhörung sind problematische Themen angesprochen worden. In den Stellungnahmen der Anzuhörenden gab es durchaus positive wie auch kritische Anmerkungen, auf die hier im Einzelnen nicht weiter einzugehen verzichtet wird. Im Kern ging es allerdings hier um die konkrete und planvolle Umsetzung in den Schulen vor Ort. Kritisch beurteilt wurde ein bisher fehlendes, strukturell durchdachtes pädagogisches Konzept, wie auch das Fehlen einer zwingend notwendigen Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte. Es geht also im Wesentlichen darum, wie sollen Schülerinnen und Schüler der Erwerb digitaler Kompetenzen vermittelt werden. Und es geht auch darum, wie müssen Qualifizierungsmaßnahmen zur Vermittlung von digitalen Kompetenzen aussehen. Die Antworten, die die beiden Ministerien bei der Anhörung gaben, waren teilweise etwas vage, sodass sie eher wohlmeinenden Absichtserklärungen ähnelten. Allerdings, das muss mir hier gesagt werden, der gute Wille ist anzuerkennen. Es reicht allerdings, wenn wir den finanziellen Aspekt betrachten, nicht aus, 500 Millionen Euro mit Aufstockung der Landesregierung zur Verfügung zu stellen. Gänzlich offen blieb nämlich dabei eine notwendige Anschlussfinanzierung nach Ablauf der hier vorgesehenen 5 Jahre. Diese Anschlussfinanzierung ist nach wie vor ungewiss. Auch der vorliegende Gesetzentwurf sagt über eine Anschlussfinanzierung nichts aus. Es bleiben daher mehr Fragen offen, als uns lieb sein kann. So fehlt im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern noch immer die Förderrichtlinie zur Vergabe der Gelder, während in anderen Bundesländern schon Förderanträge gestellt werden können, wird in Hessen erst noch geplant. Förderanträge zu stellen und entsprechende Mittel zu erhalten, ist abhängig von der Vorlage von Medienbildungskonzepten. Diese pädagogischen Konzepte und Curricula müssen an vielen Schulen erst noch erstellt werden. In Konsequenz heißt dies, dass neben anderen Maßnahmen die Fort- und Weiterbildung mit Qualifizierung von Lehrkräften und Schulleitungen in ihrer Dringlichkeit ganz oben stehen müssen. Mit der Bereitstellung finanzieller Mittel durch Bund und Land alleine ist es also nicht getan. Medienbildungskonzepte müssen über Jahre hinaus angepasst,
angeschaffte Geräte gewartet oder ersetzt werden. Wir wissen, wie rasant Hardware und Software im digitalen Wandel einer bestimmten Halbwertszeit unterliegen, also Alterungsprozessen unterliegen. Zudem eine kontinuierliche Benutzung von Hardware im Unterricht dürften häufig Erneuerungen bzw. Neuanschaffungen von Endgeräten zur Folge haben. Und so besteht Klärungsbedarf, ob der Ersatz von Geräten über Fördermittel abgedeckt werden kann. Wir mahnen deshalb vorsorglich an, die Anstrengungen der Landesregierung müssen auf eine Planungssicherheit über das Jahr 2420 hinausgehen. Ein Schwachpunkt des Gesetzes betrifft die IT-Infrastruktur. Zwar ist der Aufbau von IT-Infrastrukturen gemäß Vorlage förderfähig, kontinuierliche Pflege und Support durch IT-Fachpersonal aber nicht. Diese fortlaufenden Kosten sollten nicht in den Schulen bzw. den Schulträgern überlassen bleiben. Hier bedarf es aus unserer Sicht einer Anpassung des Gesetzentwurfs. Ähnlich kritisch sieht es bei der Besetzung des geplanten Praxisbeirats aus. Weshalb damit so lange gewartet wurde, erschließt sich uns nicht. Schließlich fiel der Digitalpakt nicht aus heiterem Himmel. Die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern ist nunmehr über 4 Monate alt. Vorausschauendes Handeln hätte Hessen vielleicht bei der Umsetzung des Digitalpaktes viel Zeit erspart. Zeit und Kosten hätte man ebenfalls beim Einsatz der bundesweiten Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts sparen können. Wir können nur schwerlich nachvollziehen, weshalb Hessen mit der Entwicklung einer eigenen Cloud einen Sonderweg gehen muss. Schließlich möchten wir noch einmal betonen, dass bei der digitalen Umsetzung vor Ort Vernunft und Augenmaß im Vordergrund stehen müssen. Neben IT-Schulung muss es auch pädagogische Fortbildungen geben, damit Lehrkräfte individuell mit sehr unterschiedlichen Lerngruppen auch altersgerecht arbeiten können. Blinde Technikgläubigkeit allein hätte nur einen pädagogischen Offenbarungseid zur Folge, meine Damen und Herren. Ausdrücklich warnen möchten wir, dass der Digitalpakt jetzt auch unsere Grundschulen trifft, wo unsere Kinder möglicherweise nur brav nachahmen sollen, was ihnen Lernprogramme vorgeben. Und es muss bewusst sein, dass ein zu früher Umgang mit IT-Geräten in diesem Alter bedenkenswert unerwünschte Nebenwirkungen hat. Hier kann allenfalls ein sehr maßvoller Umgang mit IT-Geräten zulässig sein. Ein Einsatz von Geräten im Unterricht stellt für uns nämlich nur ein Hilfsmittel unter vielen dar. Ihn dominieren sollte sie keineswegs, denn guter Unterricht hängt nicht von einer Medientechnik ab, sondern immer noch von qualifizierten Lehrkräften und einem möglichst vielfältigen methodischen und didaktischen schulischen Angebot, meine Damen und Herren. Nicht nur entwicklungspsychologisch gesehen ist es für Schulkinder wichtig, im Klassenverband zu lernen, im ständigen Dialog mit gleichaltrigen Kindern und im Dialog mit ihren Lehrkräften. Daher raten wir, Grundschulen sollten möglichst bildschirmfrei sein. Grundschüler brauchen keine Computer, denn die Vermittlung der Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen und beim IT-Einsatz besonders darauf hinzuweisen, wäre Wert zu legen auf die Handschrift. Das muss in der Schule Vorrang vor digitalen Lernmethoden haben, denn sie sind die Voraussetzung für eine erfolgreiche Bildungsbiografie. Und eines sollten wir mit der Förderung der Digitalisierung in den weiterführenden Schulen mit Nachdruck betreiben. Die Hälfte der zu vergebenden finanziellen Mittel müssten an die Berufsschulen fließen. Dort werden junge Menschen für eine digitalisierte Arbeitswelt ausgebildet. Hier reifen die vielfach begehrten Fachkräfte heran. Ich fasse zusammen. Wir gehen davon aus, dass bei der Konkretisierung und Umsetzung des Digitalpakts nicht nur pädagogisch wirkungsvolle Maßnahmen getroffen, sondern auch insbesondere bei der Mittelzuweisung Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Und es muss darum gehen, offenkundig Nachteiliges und nicht Zielführendes bei der Umsetzung des Digitalpaktes zu vermeiden. Meine Damen und Herren, es bestehen für uns bei dem Gesetzentwurf nach wie vor Bedenken. Dennoch, wir verlieren das Ganze nicht aus den Augen.
Denn der Wandel hin zur Digitalisierung der meisten, wenn nicht sogar aller Lebensbereiche, kann vor den Schulen selbstverständlich nicht Halt machen. Wir müssen für unsere Schülerinnen und Schüler die besten Voraussetzungen für ihr Leben in einer digitalisierten Welt schaffen. Überspitzt könnte man sagen, Digitalisierung ist so etwas wie Daseinsfürsorge. Daseinsfürsorge deshalb, weil wir in der Verantwortung stehen in Fürsorge und Entwicklung für Schülerinnen und Schüler. Wir sind gehalten, sie für ihr Leben in einer digitalisierten Welt verantwortungsvoll zu begleiten, das aber maßvoll und mit Augenmaß. Denn im Mittelpunkt unserer Anstrengungen steht eine herausragende schulische Zielsetzung, nämlich Schülerinnen und Schüler erfolgreich zu machen. Gelingt uns das, dann machen wir gleichzeitig auch unsere Schulen erfolgreich. Und beides zusammen lässt Hoffnungen zu, damit auch unsere Gesellschaft erfolgreicher wird. Verlieren wir dabei nicht aus dem Auge, was Bundespräsident Steinmeier einmal bei dem Evangelischen Kirchentag 2019 anmerkte, Zitat, was bleibt vom Menschen, wenn neue Technologien immer tiefer in unsere Entscheidungen eingreifen, unser Denken lenken oder unsere Wünsche formen? Meine Damen und Herren, wir bringen heute mit der Fraktion der CDU und der Fraktion der Bündnis 90 Grünen den vorgelegten Gesetzentwurf auf den Weg. Wir stimmen dem vorgelegten Gesetzentwurf sowie dem Änderungsantrag trotz gewisser Vorbehalte zu. Es bleibt noch ein wenig Feinschliff, sodass das Digitalpakt-Paket insgesamt stimmt und trägt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kahnt. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Abgeordnete Elisabeth Kula. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute diskutieren wir wohl zum letzten Mal den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Umsetzung des Digitalpaktes in Hessen. Allerdings sind auch nach der Anhörung im Kulturpolitischen Ausschuss viele Fragen offen, und viele unserer Kritikpunkte wurden auch von Anzuhörenden benannt. Wir als LINKE im Hessischen Landtag kommen zu dem Schluss, dass das vorliegende Gesetz auch mit kleinen Nachbesserungen nicht bedarfsgerecht ist, um schulische Bildung in Hessen flächendeckend zu verbessern. Vielmehr wurden viele Anregungen aus den Anhörungen nicht aufgenommen, und die Landesregierung hält an vielen fragwürdigen Regelungen fest und lässt etliche Fragen immer noch unbeantwortet. Fest steht, dass das Land und die Schulträger die Bundesmittel um 25% aufstocken. Dafür hat sich die Landesregierung ja auch schon oft genug selbst gelobt. Trotzdem bleibt es unserer Meinung nach falsch, die Schuldenlast bei den Schulträgern abzuladen und erst im Nachhinein für die Kredittilgung einzuspringen, da sich somit die Gesamtschuldenlast für viele Kommunen noch weiter erhöht. Es wäre gerechter und nachhaltiger, die Mittel direkt an die Schulträger zu vergeben, statt den Umweg über die Kreditaufnahme bei der WIBank zu gehen. Immerhin gibt Schwarz-Grün mittlerweile auch öffentlich zu, dass hier nicht allein das Land, sondern vor allen Dingen die Schulträger zur Aufstockung der Digitalpaktgelder beitragen. Dennoch bleibt bereits die Finanzierungsstruktur kritikwürdig. Wer die Kosten für die Pflege, Erhaltung und den Ausbau der digitalen Infrastruktur nach den 5 Jahren Laufzeit der Förderung aufkommen soll, ist weiterhin vollkommen unklar. Für uns gilt auch hier der Grundsatz Dauerförderung für Daueraufgaben. Schulen und Schulträger brauchen hier die Sicherheit, um dauerhafte Investitionen zu planen und pädagogische Konzepte zu erarbeiten. Auch die kleinen Korrekturen durch Ihren Änderungsantrag stellen zwar kleine Verbesserungen dar, lösen aber keine der am meisten genannten Probleme an dem Gesetzentwurf. Die Verteilung nach Kontingenten beispielsweise statt nach Bedarf kritisieren wir weiterhin. Dies führt im Zweifel dazu, dass es vollkommen unterschiedliche Ausstattungen an Schulen geben wird, die nicht davon abhängen, wie groß der Bedarf ist, sondern wie viele Schülerinnen und Schüler sie haben bzw. wie viel Zeit und Aufwand die Schulen in konzeptionelle Entwicklung stecken können. Dringend angemahnt wurden in der Anhörung landesweite Mindeststandards für die digitale Ausstattung. Diese liegen immer noch nicht vor. Ich sehe mich nicht imstande, einem Gesetz zuzustimmen, dessen reale Umsetzung ich noch nicht absehen kann. Hier hat das Kultusministerium mal wieder geschlafen und muss dringend liefern, damit die Schulträger wissen, worauf sie sich einstellen können. Dazu braucht es auch schnellstmöglich eine Förderrichtlinie, auf die wir immer noch warten.
Scheinbar scheint die Landesregierung aber bei digitalen Endgeräten auf das Bring-Your-Own-Device-System zu setzen, das wir auch in der Anhörung diskutiert haben, da dazu keinerlei Ergänzungen zur Bundesregelung zu finden sind. Nur 20% der Fördermittel pro Schulträger dürfen für Endgeräte genutzt werden. Da steht die Frage im Raum, ob und in welcher Form digitale Endgeräte in Hessen überhaupt genutzt werden sollen an Schulen. Das System Bring Your Own Device kann für uns als Linke keine Lösung sein, da es sozial ungerecht ist und die Gefahr birgt, dass am Ende eine Vielzahl verschiedener Endgeräte an Schulen landen, was für Support und Wartung schlichtweg nicht handhabbar ist. Diese Entscheidung wird aber auf die Schulen und die Schulträger abgewälzt, womit klar ist, dass es in Sachen digitaler Endgeräte keine einheitlichen Standards hessenweit geben wird. Und das bedauern wir sehr. Die größte Leerstelle in dem Gesetzentwurf, und das wurde auch schon angesprochen, ist aber die Wartung und der Support der digitalen Infrastruktur. Zusätzliche Fachkräfte für diese Aufgaben sind nicht über die Bundesmittel zu finanzieren, aber werden dringend gebraucht. Das hat auch die Anhörung gezeigt. Dort haben nämlich nahezu alle Anzuhörenden auf dieses Problem hingewiesen. Aber auch hier hat die Landesregierung nicht nachgebessert, was vielleicht zum Sargnagel der digitalen Ausstattung im schulischen Bereich nach ein paar Jahren werden könnte. Die Schulträger seien dafür zuständig, so der O-Ton aus dem Kultusministerium. Die Argumentation stellt bedauerlicherweise aber einen Rückschritt dar, meine Damen und Herren. Schließlich war man sich im Rahmen von dem schon erwähnten Programm Schule at Zukunft als Land und Schulträger schon einmal einig, dass Digitalisierung und digitale Ausstattung der Schulen eine gemeinsame Aufgabe ist. Sich jetzt wieder auf die Position zurückzuziehen, für die Wartung und den Support der technischen Infrastruktur seien allein die Schulträger zuständig, das ist nicht akzeptabel, und das wird Ihnen auf die Füße fallen, Herr Lorz. Einen interessanten Lösungsvorschlag in dieser Sache hat übrigens die GEW vorgelegt. Die schlägt nämlich vor, den kommunalen Eigenanteil für diese Aufgaben zu verwenden bzw. dies im Gesetz auch festzuschreiben. Keine Erwiderung auf diesen Vorschlag seitens des Kultusministeriums. Allgemein sollte man doch meinen, dass Anhörungen nicht nur dazu da sind, seine Zeit abzusitzen, sondern sich wirklich mit den dort gemachten Vorschlägen auseinanderzusetzen. Allein aus ökologischen Gründen, liebe Grüne, ist es zwingend notwendig, Wartung und IT-Support bedarfsgerecht zu regeln. Bremer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das 2017 einmal ausgerechnet. Eine Vollzeitstelle wäre dringend notwendig auf 300 oder 400 Endgeräte, so die verfasste Studie. Auch dafür brauchen wir hessenweite Standards, ansonsten werden unsere Schulen eher zu Technikfriedhöfen statt zu modernen Bildungseinrichtungen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bereue es ja fast, dass wir seit jeher ein pädagogisches Rahmenkonzept des Landes fordern, mit dem Schulen unterstützt werden in der Ausgestaltung der Bildungsinhalte mit neuen digitalen Medien. Jetzt haben Sie nämlich so einen Praxisleitfaden, wie Sie ihn nennen, für die Primarstufe und die Sekundarstufe 1 vorgelegt. Und mit Verlaub, das muss wirklich ein ganz übler Scherz sein. Hier ein Unterrichtsbeispiel aus diesem Leitfaden, wohlgemerkt für den pädagogischen Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Es geht um die Erstellung einer Collage mit einer Digitalkamera, deren Bilder man auf einen PC zieht, dann ausdruckt, um sie dann auszuschneiden und zu einer Collage zusammenzubasteln. Also nichts gegen das Erstellen von Collagen im Kunstunterricht. Das ist eine gute und berechtigte Methode. Dies aber jetzt als Praxisleitfaden für den Einsatz neuer digitaler Medien vorzulegen, ist wirklich nur noch peinlich. Also vielleicht hat das Kultusministerium ja noch eine Digitalkamera, aber ich weiß nicht, wer sonst noch. Ein weiterer zentraler Kritikpunkt aus der Anhörung sind die fehlenden Fortbildungsangebote für Lehrkräfte. Zwar wurde zugesagt, dass die Fortbildungsangebote ausgebaut werden sollen, dies wird aber nicht mit Zahlen hinterlegt. Wie viel will das Land eigentlich investieren in die Lehrerfortbildung? Welche Schwerpunkte sollen inhaltlich gelegt werden? Nicht nur Anwendung von Software, sondern Erstellen von pädagogischen Unterrichtskonzepten muss gelernt werden. Hätte ich noch mehr Redezeit, könnte ich noch etliche Beispiele aus der Anhörung nennen, die im Änderungsantrag von Ihnen eben nicht vorkommen, z. B. die Nachhaltigkeit, der Eigenanteil der Pflegeschulen, den Praxisbeirat oder die fehlende Berücksichtigung höherer Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung. Insgesamt stellt sich also bei uns eher eine Ernüchterung ein, was die Umsetzung des Digitalpakts in Hessen anbelangt. Wenig ambitioniert, pädagogisch planlos und zu kurz gedacht, so setzt Hessen den Digitalpakt um. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Abg. Promny.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist schon etwas überraschend, dass die CDU die zweite Lesung des Gesetzes nun heute zum Gegenstand ihres Setzpunktes macht. Ja, scheinbar sind Ihnen die konsensfähigen Themen in der Koalition ausgegangen. Aber zurück zur Sache. Das ehrt Sie einerseits, weil der digitalen Bildung in Hessen nun einmal ein herausragender Stellenwert eingeräumt wird. Aber macht andererseits auch skeptisch, weil nach wie vor das Engagement, welches über das Notwendigste hinausgeht, ausbleibt und weil Sie wieder nur das Nötigste zustande bringen. Und daher sind die gern genutzten Sprichwörter und Zitate der Landesregierung bzw. des Kultusministers Ende gut, alles gut und was lange währt, wird endlich gut, hier auch fehl am Platze. Wenn es um die Zukunftsfähigkeit des Schulsystems und vor allem der Schülerinnen und Schüler geht. Denn bei der Umsetzung der Strategie der digitalen Bildung zählt jeder Tag und nicht der Sankt-Nimmerleins-Tag. Wie sollen denn die Schulen, die leider zu einem Drittel gehören, die nicht über die notwendigen Anschlüsse verfügen, die Möglichkeiten erhalten, die Chancen und Herausforderungen der digitalen Bildung überhaupt nutzen zu können? Hier greift zuvörderst nicht der Digitalpakt des Bundes, sondern hier bedarf es des Engagements des Landes. Frau Professorin Sinemus hat angekündigt, mindestens 26,5 Millionen Euro für den Glasfaseranschluss der Schulen zu investieren. Die Frage ist nur, bis wann werden auch die letzten Schulen die notwendigen technischen Ausstattungen, IT-Infrastruktur erhalten? Und bis wann wird man sich auf gewisse Mindeststandards einigen, und wie werden diese aussehen? Da ist großes Schweigen im Walde, meine Damen und Herren. Und in diesem Zusammenhang stehen immer wieder die Fragen nach den Supportstrukturen und der Wartung im Raum. Denn hier können und dürfen wir nicht auf die engagierten Pädagogen vertrauen, die diese Aufgaben einfach mal so nebenbei in ihrer Freizeit wahrnehmen. Von allen Anzuhörenden und Experten in diesem Bereich wird darauf hingewiesen, dass unsere Schulen diesbezüglich verlässliche Strukturen brauchen. Über diesen Gesichtspunkt hinaus ist die Notwendigkeit in der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern hinterlegt. Dort heißt es, die Länder gestalten das Antragsverfahren wie folgt aus, Doppelpunkt. Alle Anträge enthalten folgende Angaben. Bestätigung über ein auf die Ziele der Investitionsmaßnahme abgestimmtes Konzept des Antragstellers über die Sicherstellung von Betrieb, Wartung und IT-Support. Hier sehen wir Handlungsbedarf, und diesen sehen auch die Betroffenen. Wir blicken gespannt auf die Förderrichtlinien, deren Eckpunkte nur rudimentär bekannt sind. Wir Freien Demokraten erwarten von einer Landesregierung, dass sie die Probleme und Herausforderungen nicht nur benennt, sondern sie auch löst, meine Damen und Herren. Diesbezüglich sind wir skeptisch, wenn man auf die Verlautbarungen aus dem Kultusministerium und der Koalition, zum Beispiel auf dem Verbandstag des Hessischen Philologenverbandes im Ohr hat, der Anfang der Woche stattfand. Hier war kein Konzept hinsichtlich der Supportstrukturen zu erfahren. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte, denn diese ist unabdingbar und muss ebenfalls zeitnah auf den Weg gebracht werden. Dazu gehören auch die Unterstützung der Schulen bei der Konzeptentwicklung, den technisch-pädagogischen Einsatzkonzept der Schule, denn das ist eine Grundvoraussetzung für die Förderung der Investitionen. Darüber hinaus werden bereits jetzt Medienbildungskonzepte, welche auch Fortbildungskonzepte beinhalten, von den Schulen erwartet und entwickelt. Auch hier beginnt das Land Hessen nicht bei Null, sondern kann auf den bisherigen Konzepten aufbauen. Und daran sollte uns allen gelegen sein, denn es geht ja nicht darum, an jeder Schule das Rad neu zu erfinden, sondern die vielen wegweisenden und sehr engagierten Konzepte sollen übertragbar sein und auch mit einbezogen werden können. Der heutige Auftakt der 8. Medienbildungsmesse ist mit Sicherheit auch ein Impuls,
die Herausforderungen und Möglichkeiten anzugehen und neue Systeme vorzustellen und zu implementieren. Der Austausch muss ausgebaut werden, und hier gilt es, Netzwerkbildung und Weiterbildung zu unterstützen. Ja, es betrifft vornehmlich die Kernkompetenz des Kultusministeriums, aber Aussagen der Digitalministerin, wonach Sie bzw. Ihr Ministerium im Bereich der Aus- und Weiterbildung ein bisschen zuschauen wolle, wie wir da investieren können, um früh genug über digitale Berufsbilder auch in den Schulen zu informieren, zeigen sehr deutlich, dass diese bedeutsame Aufgabe noch nicht überall ernst genommen wird. Bevor jetzt gleich der Hinweis kommt, dass der Kultusminister bzw. die Lehrkräfteakademie daran arbeiten würde, so ist auch uns durch die mehrfachen Verlautbarungen klar, dass man sich im HKM der Mammutaufgabe zwar bewusst ist, aber wieder über Ankündigungen wie z.B. ein rollierendes System und die Angebotserweiterung nun auch mit Fokus auf externe Anbieter wieder nicht hinauskommt. Und dass unsere Kritik an dem Tempo der Landesregierung bei der Umsetzung von dringend notwendigen Aufgaben berechtigt ist, spiegelt sich auch in folgenden Punkten wider. Stichwort die E-Mail-Adresse für jede hessische Lehrkraft, voraussichtlich zum Schuljahr 2021. Ebenso die Möglichkeit, mit Hilfe von modernen Kommunikationsformen mit Eltern und Schülerinnen und Schülern sowie anderen pädagogischen Fachkräften in Kontakt zu treten. Das hessische Schulportal, welches zwar bereits von knapp 500 Schulen partiell genutzt werden kann und mit seinen beiden Komponenten mit Sicherheit viele Anforderungen erfüllt, die Schulen im Bereich digitalen Lernumgebungen und für pädagogische Arbeit in der Schule, aber auch die Verwaltung bei der Kommunikation unterstützt. Aber auch hier gibt es wieder einen Pferdefuß. Die Fertigstellung ist noch ein Jahr später anvisiert, nämlich 2021, meine Damen und Herren. Unsere Schulen arbeiten teilweise mit eigenen Programmen oder beispielsweise mit der Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts. Dies wird in seiner Stellungnahme dezidiert darauf hingewiesen, dass digitale Lern- und Arbeitsumgebung inklusive eines Zugangs zu digitalen Bildungsmedien heute nur an den wenigsten Schulen vorhanden sind. Und wenn sie es sind, dann stellen sich die Fragen der Interoperabilität zu Systemen anderer Schulen, Schulträger, anderer Bundesländer, des Datenschutzes im Allgemeinen und im Speziellen. Hier erwarten wir von der Landesregierung, dass sie endlich die Vorreiterrolle einnimmt und entsprechende Lösungen auf den Weg bringt. Meine sehr geehrte Damen und Herren, die Landesregierung wird ja nicht müde, sich für ihre 500 Millionen Euro, mit denen sie den Digitalpakt in Hessen ausstatten möchte, zu loben. Professor Lorz hebt hervor, dass 450 Euro, also pro Jahr 108 Euro, auf jeden Schüler entfallen. 540 in Gänze, aber pro Jahr dann 108. So. Diese Differenz ist nicht maßgeblich, wenn man bedenkt, welche Aufgaben vor uns liegen. Daher begrüßen wir die Einschätzung der Landesregierung, dass es noch weiterer Investitionen bedarf, und möchten Sie ermutigen, diese eigenverantwortlich auch aufzubringen und darüber hinaus Konzepte zu entwickeln, wie es nach 2024 weitergehen soll, wenn die Strukturen einmal aufgesetzt sind. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir Freien Demokraten der Überzeugung sind, dass die angekündigten 128 Millionen Euro nicht ausreichen werden, um die Aufgaben bewältigen zu können. Daher haben wir bereits für den Nachtragshaushalt einen Änderungsantrag, der die Aufstockung um 25 Millionen Euro in diesem Jahr und die Verdopplung der Bundesmittel in den Folgejahren vorsah. Dies haben wir bereits in den vergangenen Debatten deutlich herausgestellt, weil wir die Hoffnung hatten, dass Sie vielleicht auch die Notwendigkeit sehen würden und dem folgen würden. Aber leider sind Sie dem nicht gefolgt und haben einmal mehr bewiesen, dass Ihr eigenes Engagement nur geringfügig über das Mindestmaß hinausgeht. Applaus
Wir Freien Demokraten fordern, dass Hessen sich endlich zum Katalysator, zum Vorreiter der digitalen Bildung entwickelt. Aber dafür braucht es Mut, meine sehr geehrten Damen und Herren. Viele der Baustellen sind jedoch nicht mit dem Gesetz zur Umsetzung des Digitalpakts lösbar, sondern von den Förderrichtlinien aufgegriffen, und diesbezüglich ergeben sich mehr als nur ein Fragezeichen. Und deshalb werden wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Aber wir werden ihn auch nicht ablehnen, weil er ein Schritt in die richtige Richtung ist, um nicht den Anschluss in die digitale Bildung zu verlieren. Herzlichen Dank. Applaus